Hallo, ich bin Janni. Wir von SRL haben einen Jugendaustausch. Daran hat auch eine Hamburger Schule teilgenommen. Wir sind jetzt beim Nachbereitungstreffen und hören uns einfach mal an, wie die Schüler es so fanden und was ihre tollsten Erlebnisse waren. Hallo, ich bin Nadja, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Ich habe beim Jugendaustausch mitgemacht, weil ich wollte neue Kulturen kennenlernen. Ich wollte so sehen, wie das nach 20 Jahren, also wie 20 Jahre nach Krieg das Land ist. Und ich wollte neue Leute kennenlernen. Und ja, am Austausch hat mir am besten gefallen, dass die Leute so nett waren und dass wir viele Freunde gefunden haben und dass das Land so schön war. Aber das war zu kurz für mich und ich wäre länger da geblieben. Hallo, mein Name ist Jada, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Ich habe bei dem Austausch Schülerhelfen Leben nach Sarajevo mitgemacht. Und mitgenommen von dem Austausch habe ich sehr viel Spaß, Freude. Ich bin selbstbewusster geworden und hatte sehr viel Spaß im Austausch. Hallo, ich bin Ben und ich habe an dem Austausch teilgenommen, weil ich mir davon sehr viel Freude und viele tolle Erfahrungen erhofft habe. Und die habe ich auch alle bekommen. Und sowas wie die schönste Unternehmung war tatsächlich der Trip nach Neum. Da einfach mal mit Freunden und auch seinem Austauschschüler einfach mal ohne Eltern zu sein und auch mal am Meer zu sein, das fand ich sehr schön. Mein Name ist Annika Meyer und ich bin Teach First Deutschland Fellow an der Ilse-Löwenstein-Schule hier in Hamburg, Barmbek Süd. Und ich habe diesen Austausch nach Bosnien-Herzegowina organisiert, weil es mir wichtig war, den Schülern zum einen so einen außerschulischen Erfahrungsort zu zeigen, zum anderen auch, es waren eigentlich sehr viele Gründe, zum anderen auch, weil ich selber noch nie in diesem Land war und es auch immer sehr spannend finde, mit Schülerinnen und Schülern zusammen was Neues zu erleben und was Neues zu erfahren. Ein anderer Grund, warum wir gerade dieses Land gewählt haben, war auch, dass wir gerne mehr über die Geschichte erfahren wollten und uns eben auch die sehr komplizierten Zusammenhänge des Landes noch nicht so ganz klar waren. Und die haben wir dann dort sehr gut kennenlernen können.